Moin, meine Leute, und ein apfeliges Hallo zu diesem Metronom-Battle mit Flo. Hallo. Und Trapfel und Schlapfel. Trapfel gegen Schlapfel. Witzigerweise. Ja. Ja. Okay, wir können auch zusammenspielen, wenn du möchtest. Du cheatest, ne? Ist ja klar. Für gewöhnlich tue ich das tatsächlich, ja. Weil so Bulkimons haben ja immer Vorteile in Mad Battles und du hast dir sofort Schlapfel. Du cheatest aber auch, ne? Du weißt schon, dass Trapfel gar nicht Metronom lernen kann. Oder? Das ist dir bewusst. Du kannst doch aber. Showdown hat gesagt, es geht. Okay. Also, dann habe ich mich da wohl geirrt. Ich denke auch. Was haben wir denn hier schön? Ja, Oh, so viele Typenvorteile. Okay, cool. Potenziell. Du hast es nach Äpfeln einfach benannt, ne? Richtig. Ja, ich habe mich eher auf den ersten Teil meines Namens konzentriert. Okay. Auf das Schlapp. Okay. Junge! Vergiftung! Warum nicht? Gott sei Dank, ey. Das ist ein gutes Omen, dass da keine Vergiftung kommt. Ja. Ja, ich aber Hassel! Nicht. Hassel! Oh. Das hat gegen mich ja genauso viel Schaden gemacht wie gegen dich. Ja, kein Hassel gehabt, leider. Ich dachte, ich wäre Bulky. Aha. Völlerei. Aha. Oder? Was? Ja, Völlerei, oder? Oder bist du schon auf unter 25% gekommen? Nee. Er ist es. Guck ihn dir an. So ein Weichei. So ein dreckiges Weichei. Oh ja. Es kommt tatsächlich noch sowas wie Weichei hier heute. Kannst du dich schon mal freuen. Okay. Der Damage. Memo. Memolinchen. Böser Schaden. So, Rubinett. Ja, Rubinett. Ich finde, Rubinett ist ein echt schöner Name. Ja, finde ich. Muss ich auch sagen. Der ist echt sweet. Ich glaube. So wie du. Danke! Voll süß von dir. Ja. immer wieder gerne. Ja. Rubinett sind Äpfel, die man sehr gern warm isst. Ach so. Ich dachte, du terrafeuerst jetzt. Glaube ich einfach. Ja, wollte ich gerade sagen. Einfach zu Feuer, damit du rot bist, weil Rubine rot sind. Das ist ein Bratapfel. Ende. Oh, und der Mist. Das ist der andere, ne? Verdient aber auch, muss man sagen. Aber Burn! Heranreifen! Let's go! Aber Burn doch! Warte mal, habe ich keinen Effekt bekommen? Natürlich, ich bin gestorben! Au! Stimmt. Das macht ja 12,5% Schaden und mit Heranreifen wollte ich testen, ob... Nö! Oh, es hätte früher kommen müssen. Mit Heranreifen wollte ich gucken, ob es 25% macht. Meine Krambobeere! Nicht die heiligste Beere von allen! Dreckiger! Ja, weg mit dir. Verdient. Was ist denn los hier, Digga? Ich hab schon mit der auf dem letzten Mon oder so. Spielst du eigentlich only Heranreifen oder das ist einfach Völlerei? Nee, Völlerei und Heranreifen. Erhöht sein Spezialangriff drastisch. Oh je. Plus 4, ne? Ja, aber er stoppt jetzt eh. Ja. Ja, das läuft einfach. Ich hab noch einen. Ey, aber hallo. Aber ganz ehrlich, ne? Ich finde Schlapfels Design gar nicht so schön. Trapfels Design ist insane. Ja. Aber beide haben so gute Animationen und so. Wenn der Helm kommt, wenn er rumrotzt bei Schlapfel, wenn Trapfel sich zu seinem kleinen Dings zusammenzieht und so. Ey, ist echt cool. Kennst du die Apfelsorte Kronprinz Rudolf? Ja, natürlich. Ich bin Apfelsortenexperte. Kennst du den Schlappschwanz? Bei mir steht einfach Appleton. Echt? Ja. Dann ist Schwanz gedingst wahrscheinlich. Da, bei mir heißt er einfach Schwanz. Also Schlappschwanz hat nicht gepasst. Stell dir Schwanz vor, okay? Okay, ich stell mir Schwanz. Schwanz. Sag mal 10-mal ganz schnell Schwanz. Es flackert alles! Ah! Meine Epilepsie kickt! Junge, du hast doch alles in letzter Zeit. Tränende Augen, Epilepsie. Ja. Ein guter Magen, ey, es ist alles am Start, ey. Alles am Start, Digga. Ja, meinst du, kein Plan Rudolf holt sich das noch? Kein Plan Rudolf? Das ist Kronprinz Rudolf! Meine ich ja natürlich. Ja, der holt sich das locker easy noch. Okay, kein Problem. Er kann jetzt schon mal nicht mehr einschlafen, ist gut. So. Ja, Strauchler ist jetzt nicht so strong. Ich habe übrigens den Stahltypen hier gewählt, weil die Axt dann den Schlappschwanz so abhackt. Wow. Das war mein Gedankengang dabei. Oh, Kraftschub finde ich interessant. Interessant. Schlappen, weiß ich jetzt nicht. Interessant. Ich das gut finde. Schlappen. Interesting. Und ein
Schlappschwanz, der abgehackt wird. Ah, ja. Wie er so geil zu einem Apfel wird, ne? Rasierblatt! Oh! Meine Akibeere. Danke dafür. Dekachen. Hallo. Es reicht. Ich spiele Only heranreifen, weil das ist eine viel bessere Fähigkeit. Weißt du, was krank wäre, was wir noch nie hatten, um ehrlich zu sein? Was denn? In all den Mad Battles? Ja. Vitalsegen. Das stimmt. Ein 4-0 wäre es doch mal. Ha. Ein 6-0. Einfach die anderen noch dazu holen. Ja. Stell dir vor, das kommt irgendwann. Guck mal, das ist ja eigentlich der nächste Step im VGC, oder nicht? Wenn Vitalsegen kommt, womit du Pokémon wiederbeleben kannst. Mhm. Logischer Pflücker hatte übrigens meine Beere gerade gesagt. Ja. Du bist jetzt tot. Ja. Aber der nächste Step wäre ja eigentlich so ein Move, der dann einfach eines der Pokémon, die du im VGC nicht mitgenommen hast. Ja, okay, aushält, genug geredet. Mitbeschwört. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und schaut mal Flo vorbei und liked oder so. Tschüss. Tschüssi.